Ja. Hallo und ja, wir sind beim nächsten Livestream. Es ist zwar schon um einiges zu spät oder für einige ein bisschen zu früh. Und zwar haben wir gerade 2.41 Uhr und ich habe mir gedacht, komm, habe gerade die Videos hochgeladen, die ich hochladen wollte. Und daraufhin haben wir gedacht, komm, können wir eigentlich noch einen Stream durchziehen? Weil ich gerade so Lust habe. Ja, wo haben wir es denn? Doch das Falsche. Genau. So. Jetzt hätte ich null Zuschauer, aber ist irgendwie auch klar. Und um diese Zeit schlafen die meisten eigentlich, wenn man es genau nimmt. Und ich habe mir gedacht, ziehe ich noch einen durch. Und zwar, was spielen wir? Und zwar hätte ich gedacht, spielen wir Scrap Mechanic, das haben wir gekauft. Zwar gibt es noch kein Video auf meinem Kanal, aber werden wahrscheinlich spätestens auch mal kommen. Das Spiel geht auch im Multiplayer, das heißt, falls einer von euch... Also von euch vielleicht einer das Spiel hat, dass er mich anschreibt oder so, dann könnt ihr gerne mit mir mal spielen, während dem Stream auch. Das finde ich, würde ich sehr, sehr geil finden. Würde mich auch richtig freuen, sogar mir das Lieder. Würde mich richtig freuen, muss ich ehrlich zugeben. Das altes Lied. So. Den Ton aufdrehen. Sonst hört er nichts. Okay, aber John war es aber nicht von mir. Okay, das funktioniert mal. Das passt auch ganz gut. Ja. Können wir irgendwie schon schließen. Und würde sagen, gehen wir mal in das Game rein. Das ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Zeige ich euch wirklich, wie es ist. Ich finde es richtig, richtig nice. Scrap Mechanic. Ich weiß nicht, ob es laggt. Ich kann es nicht sagen. So beim Spielen läuft es eigentlich sehr, sehr gut, das Game. Aber ich kann es euch nicht bezeugen, dass es auch wirklich funktioniert. Deswegen probieren wir es jetzt einfach mal. Warum ist denn Scrap Mechanic? Da haben wir es. Selbst ein bisschen, nee, das können wir eigentlich so lassen, vom Ton her, der eigentlich trotzdem sehr, sehr gut läuft. Ich könnte hinkommen. Ich weiß nicht, starten wir ein neues Spiel oder machen wir bei meinem weiter? Nee, ich würde sagen, machen wir bei mir weiter, weil dann kann ich euch das Spiel selbst ein bisschen mal zeigen. Ich habe schon 5 Stunden gespielt, laut Steam. Sind es meistens ein bisschen mehr. Ich zeige euch das Spiel an und für sich jetzt mal, wie das aussieht und ja, der ganze... Kackert. So, Musik drin, ein bisschen leiser. Die stört richtig. Bin so laut irgendwie so. So. Jetzt habe ich hier schon einiges gebaut.
Das ist nur zum Spaß gedacht, also das ist schon ein Hardcore. Das ist nur für harte Jungs. Karussell, ist sehr, sehr nice. Hier habe ich probiert, einen LKW zu bauen. Sehr, sehr schön geworden, muss ich sagen. Aber es ist nice gemacht. Also, das ist eigentlich das erste Fahrzeug. Ja, da drin habe ich auch eins. Aber der LKW selbst ist das erste. Da wollte ich eigentlich so einen Holztransporter bauen. Das sollte alles Holz sein. Ja, Federn kann man leider nicht bauen, weil sonst sackt dir das Fahrzeug einfach zu weit ab und es geht gar nichts mehr. So, wenn ich da mal reinkomme. Das Reinkrabbeln ist bei dem LKW ein bisschen hardcore. Und auf jeden Fall für den Multiplayer hätte ich das so gemeint. Hier der Fahrer und hier der Beifahrer, aber hier habe ich den Zettel nicht mehr angebracht. Und was kann man mit dem Schalter machen? Man kann die Tür zumachen. Das allein ist schon mal geil. Und zwar möchte ich da gerne nochmal so einen Spiegel dran bauen. Aber was nehmen wir denn als Spiegel? Wir können das hier nehmen. Okay, das geht mal nicht. Und vielleicht so ein bisschen mal dran bauen. Wo soll halt Spaß mal sagen, bauen wir was dran. So. Mal. Und zwar wie bei den echten LKWs hat man da die Spiegel. Ist aber auch klar, hoffentlich. So. Auf der anderen Seite müsste ich auch noch was bauen, aber wir könnten jetzt in der Folge zum Beispiel, also jetzt im Stream, vielleicht, was wollte ich sagen, einen Bus bauen oder ein Haus. Man kann ja richtig geile Häuser bauen in einem Spiel. Das Rausparken, das ist manchmal leider so. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich glaube, die Kabine ist einfach ein bisschen zu eng. Und ja, hätte ich gedacht, der kippt sehr, sehr leicht um, muss ich jetzt wirklich sagen. Aber es ist schon nice, so das Lenkrad. Die beiden Spiegel und dann kann man hier so fahren. Ist zwar kein echter Spiegel, aber ja. Und was war das nochmal? Ah ja, genau, die Rundumleuchten sind da oben. Ich habe da sogar ein Rundumleuchten hingebaut, das ist auch sehr, sehr geil geworden. Ja, guckt. Finde ich selbst auch richtig, richtig nice. Es wird zwar leider noch nicht Nacht, aber das sollten die Warnleuchten sein. Ich weiß, es sieht scheiße aus, aber es sollten Warnleuchten kennzeichnen. Und wir haben irgendwie. Kein Bild. Kommen erst jetzt drauf. Wir haben es geschafft, Jungs. Und Mädels, natürlich. War schon richtig nice. Was rundum? Gut, so rundumleuchten einfach so dran gebaut. Gut, läuft bei mir, gell? So. Jetzt machen wir das aus, weil das nervt richtig, richtig, der Sound. Ey, jetzt, ey, das draufklettern, das ist ein bisschen hardcore manchmal. Das ist nicht wenig hardcore, sondern richtig hardcore. Da nicht raus. Ey, das ist doch. Und Tür zu.
Ja, was habe ich noch gebaut? Und zwar, jetzt packen wir mal das weg da. Und zwar habe ich hier so eine kleine Rampe gebaut, als kleine Werkstätte. Und zwar, hier kommt Frischluft, also die Frischluft, die Sau fährt darüber, geht durch alle Räume natürlich. Wenn ich mehr Räume machen möchte, dann passiert das natürlich auch. Und dann geht das hier durch. Da kann man noch mal rausbauen. Hier ist die Toilette. Ich habe einen kleinen Schalter gebaut. Das ist die Toilette, Toilettenpapier, Waschbecken, Seifenspender. Das ist ein kleines Fenster. Und die Lüftung, die ist mit diesen Rohren verbunden. Dann geht es rüber ins Büro. Hier sollte mal ein Büro kommen. Da kommt auch nochmal ein Lüfter rein, da bin ich doch nicht ganz fertig. Und das geht dann da nach außen, in die Außenwelt, dahin und strömt dann alles raus. So eine kleine Kfz-Werkstätte habe ich gerade gesagt, ja. Hier so einen kleinen Felgenkasten. Felgen selbst gibt es ja nicht, also sagen wir einfach Radkasten. Weil Reifen ist ja der Gummi und Felgen, ja. Im Ganzen sagt man Rad, aber jeder sagt Reifen, wie zum Beispiel Reifen wechseln, sagt jeder. Komm, Winterreifen runter, Sommerreifen drauf, sagt jeder. Ja, sage ich auch. Verspreche mich auch manchmal, obwohl es nicht sein sollte, weil ich Mechaniker bin. Oder es auslerne. Dann hier so eine kleine Hebebühne, die baut man da unten rein. Hier mein Auto. Und ja, hier die Bühne. Boah, ich halte es gerade bei mir. Und hier das Tor, das richtig nice ist, da kann man dann zumachen. Wenn man gerade am Arbeiten ist, macht man hier zu. Tack, dann kann man arbeiten. Du, 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 Auto fertig. Macht man wieder auf. Dann kann man einsteigen. Und dann kann man wieder rausfahren. Es ist sehr, sehr schnell, das Fahrzeug, also, ja, aber es ist das ist das erste Auto, das ich mir gebaut habe. Ja, und dann kann man da so rausfahren. Du, 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 du. Das ist ein Frontantrieb, deswegen. Der fährt auch richtig nice nach vorne. Ich glaube nicht in Höhe. Das ist natürlich auch ganz gut. Habe ich auch noch nie gemerkt. Ja. Naja. Auf jeden Fall fährt man dann weiter, kann man die Wälder erkunden. Du, fährt man so rüber. Hat keine Federung das Fahrzeug. Baue aber natürlich nur Fahrzeuge mit Federung. Und hier ist mein Lieblingsort. Da möchte ich unbedingt wieder hin. Das zeige ich euch jetzt auch. Wenn man nicht hinfällt. Hier glaube ich bis zu 4 Spielern oder so im Multiplayer, oder ich weiß nicht, kann nicht behaupten, wenn ich es nicht weiß. Ich weiß nämlich gerade wirklich nicht, wie viele Leute da beitreten können. Hat aber auf jeden Fall viel zu erkunden. Ach ja, und was ich natürlich vergessen habe, um was geht es in dem Spiel? Es ist einfach wie Minecraft, nur mehr mit Mechanik. Ja, jetzt noch ist man im Creative Modus, aber das machen sie. Hey, das gibt mir zu viel. Das wollen sie auch noch machen, dass man da zum Beispiel im Survival ist. Das heißt, man muss Bäume abholzen und weiß nicht was. Also es wird noch ein Survival Game. Wie lange es dauert? Kann ich leider nicht sagen.
Aber es wird bestimmt noch ein geiles Game. Und ja. So. Ja. Was machen wir denn jetzt? Das ist jetzt die Frage. Wir könnten rein theoretisch. Den Stream schon beenden? Nee, natürlich nicht. Was bauen wir denn? Ein Riesenrad. Bauen wir ein Riesenrad. Ich weiß, das wird scheiße werden, aber man kann schon mal probieren. Was brauchen wir dazu? Ein paar Sachen brauchen wir, ja. Wie zum Beispiel, aus was bauen wir? Wir können es aus Metall bauen. Dann brauchen wir den Detektor. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was brauchen wir noch? Die Drehscheibe. Ja, das wäre es jetzt eigentlich auch schon. So, dann kann man hier nämlich raufbauen. Dann baut man hier so ein sowas raus und dann ein Drehteil. Ja, gut, so, jetzt haben wir das auch mal. Dann können wir rein theoretisch. Wartet mal, nee. So ranbauen. Dann kann man hier zum Beispiel so einen Drehteil dran bauen. So dran bauen. Und das dann da dran. Und dann kann man hier so eine kleine Plattform machen. Funktioniert nicht. Okay, ja, dann bauen wir einfach so einen Zettel an. Geht das? Nope. Braucht man noch mehr Blöcke. Mann ey. So geht's. Ja gut. Das wird schief laufen, das sehe ich jetzt schon. Auf jeden Fall brauchen wir auch noch einen Motor, weil jetzt probieren wir mal den elektrischen Motor, den kenne ich nämlich gar nicht. Und verbinden das. Warum geht das jetzt nicht? Oh. Ja, hm? Geht das nicht? Ja gut, das läuft mal gut. Ein Button, nee, funktioniert irgendwie nicht. Das muss ich noch richtig rausfinden, wie man das baut. Die Sounds alleine schon sind schon richtig geil. Was machen wir jetzt? Auf dem Auto habe ich gerade gar keine Lust. Ich habe schon genug gebaut. Aus dem Shooter machen. Das gucken wir jetzt mal. So möchte ich so ein kleines Trampeltier bauen. Nee, möchte ich nicht. Vielleicht irgendwas bauen, mit dem man vielleicht was Schönes bauen kann. ja, was machen wir denn? Hm.
Jetzt habe ich die Idee. Warum kann man das nicht dran bauen? Das wundert mich jetzt richtig. Oder braucht man das auch noch dazu? Jeden Schalter braucht man höchstens. Zack, zack. Das ist eigentlich. Das ging okay. Nee, ging nicht, ja. Es ging mal. Oder komm, bauen wir ein Auto. Sehr schön. Also, was bauen wir? Eine Hebebühne. Die Standard-Hebebühne natürlich. Verschieben kann man es nicht. Das habe ich jetzt rausgefunden. Mann, jetzt hätte ich gedacht, man könnte vielleicht drei Hebebühnen machen, aber geht leider nicht. So, und zwar, was brauchen wir für ein Auto? Ganz klar, mal ein Fahrgestell. Und das wäre bei uns aus dem Metall. Dann bauen wir vielleicht so eine Zweierspur. So. Vielleicht noch breiter machen. Sonst gibt es uns gleich wieder um. Das Scheißteil. So. Nice. Zack. Könnte passen, gell? Brauchen wir auch. Dann nehmen wir das gute Ding mal an. Bauen so einen Drehteil an. Also nee, das brauchen wir hier nicht. Hier hinten haben wir eine Starrachse. Braucht man nicht. Dann ein bisschen raussetzen die Reifen oder die Räder, besser gesagt. Zack, zack, zack. Genau, dann passt das eigentlich schon ganz, ganz gut, finde ich. Können wir vielleicht hier noch so kleine Stützen ranbauen. So, hier kommt jetzt auf den heiklen Teil. Und zwar brauchen wir, nee, eigentlich nicht heikel. Wir brauchen da zwei Punkte. Drehteil. Richtig nice aus. Jetzt müssen wir das hier verbinden mit den mit der Lenkung. Das wäre bei uns in dem Fall das hier. Das würde eigentlich stemmen. Nee, nicht den Motor abbauen. Dann mit dem die Räder verbinden. So, das gehört nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Okay. Dann. Was braucht man noch? Eigentlich nichts mehr.
hab's schon hier. So, das weiß man nicht. Natürlich realistisch. Vielleicht hinten so eine kleine Stütze ranbauen, dass man nicht zurückkippen kann. Das baue ich mir jetzt. So. Dass er immer auf dem Kopf landen muss, ist natürlich klar. Hui. Krass. Ja, das war's eigentlich mit dem Game. Hätte ich gedacht, werde ich eine Stunde streamen. Jetzt fällt mir auf. Nope, lieber nicht, ich falle fast um. Ja. Deswegen. Trotzdem danke, dass ihr für den kurzen Stream zugeschaut habt, für die Leute, die dabei waren. Ich glaube nicht, dass einer dabei war, es war doch ein bisschen zu spät, müsste ich mal am Tag so machen. Vielleicht mache ich es heute noch, also Samstag. Und ja, trotzdem, würde mich freuen, wenn die Leute dann auf meinem YouTube-Kanal den Stream nochmal nachschauen. Weil Stream läuft meistens nicht so gut. Aber ja, verbessert sich bestimmt auch mal. Das Internet ist immer noch das Problem bei mir. Sonst ging sie rund. Und ging sie runter und drüber. Ja, sonst. Trotzdem danke fürs Zuschauen. Und sehen uns dann beim nächsten Stream. Und ja. Sonst bis zum nächsten Mal. Tschüssi.